Bevor wir starten, die Kamera wackelt ein wenig, weil der Sturm so stark war. Leider hätte die Bildstabilisierung das Bild unscharf gemacht. Ich bin um 19 Uhr live auf twitch.tv, Link dazu in der Videobeschreibung. Wow, 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 okay, langsam. Schon alles. Sturm, Leute, Sturm-Vlog. Ich nehme heute einfach mal mit aus dieser Perspektive hier. Und zwar soll es heute richtig stürmen. Und wir werden in diesem Vlog auf dem Weg nach Himhofen mal schauen, wo es richtig zur Sache geht. Ich bin ja schon Sturm erprobt. Ich bin damals bei dem Orkan hoch oder schlimmsten Orkan, den wir irgendwie in der Vergangenheit hatten, Kyrill hieß er, werde ich nie vergessen, bin ich ja damals Nachtschicht gefahren. Das war die Hölle, weil ich halt nicht viel Gewicht auf dem LKW hatte. Und ich muss mal hier lang fahren, weil die Auffahrt ist gesperrt. Und ja. Ich muss mir erstmal. Oh, der ganze Sitz ist nass, der Kollege ist richtig nass geworden. So, nee. Oh. Oh, das ist schon der zweite Baum, der entwurzelt wurde. Eben war noch einer. Jo, wie hat denn das hier gestürmt, dass hier ein Baum liegt? Und der war jetzt auch gerade gar nicht klein, das war der andere war noch größer, aber da war ich gerade so perplex von dem Bild, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Lass mal kurz warten. Liegt hier gleich, also warten, also beide aufs Feld gefallen. Zum Glück nicht auf der Straße. Gleich noch irgendwas krass. Oh ja, jawohl, da kommen sie schon. Zwei Bäume, weiter hinten zwei Bäume. Danke, tschüss. Ich werde bekloppt. Sind die ja noch nicht, liegen die noch nicht lange da oder was? Heute schöne Grüße erstmal an die komplette Freiwillige und die Berufsfeuerwehr aus ganz Deutschland, die heute, glaube ich, permanent ausrücken müssen. Wenn das jemand sieht bei der Freiwilligen Feuerwehr, Lob, Respekt und Anerkennung. Dankeschön, dass du da bist. Ich sehe heute noch eine anstrengende Nachtschicht auf uns zukommen. Noch haben wir hier keinen Stau großartig. Aber der Sturm hoch oder der Höhepunkt des Sturms, der kommt ja erst noch. So, also ich bin jetzt 32 Minuten unterwegs und es wird richtig dunkel da vorne. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Könnt ihr es sehen? Nee, ich glaube nicht so richtig, ne? Warte mal. Ich glaube so ein bisschen. Wir fahren ins Dunkle. Das wird richtig dunkel. Überall schon Blitze. Und die Unsicherheit des Fahrpersonals, was um uns hier rumfährt, in den etwas kleineren Gefährten, fährt immer unsicherer. Oh Junge, jetzt wird es aber dunkel, du. Junge. Ich habe hier auch gerade Blaulicht langfahren sehen. Ich ahne Böses. Bitte nicht. Bitte keine Vollsperrung. Da vorne blinkt doch schon wieder irgendwas. Jesus Maria. Da blinkt doch schon wieder hinten irgendwas. Wow. Flakfeuer da hinten. Oh, warte mal. Zweimal blaues Licht. Fahren die oder stehen die? Bitte nicht. Wir werden langsamer. Geil. Okay, was ist da los? Noch sehe ich keine Warnblinklichter, das ist sehr gut. Auf jeden Fall da vorne kommen wir jetzt gleich im richtigen. Also Kassel, die Ecke, soll es richtig abgehen. Ich fange gerade erst an mit meiner Schicht.
Das kann echt anstrengend werden. Okay. Ich wollte eigentlich kurz Pause machen mit dem Aufnehmen, aber eben ist ein Blitz hier runtergekommen. Vielleicht kommt gleich nochmal ein, der war richtig krass. Und jetzt fahren wir recht schneller als die PKWs in der Mitte. Aquaplaning kickt jetzt einmal den Autos. Das ist der Weltpolen. Fahr! Oh, bremst der, weil... Mein Gott. Da geht was an die Front. Ah, das ist THW. Das ist kein Bundeswehr, das ist THW. Oh, yo. Jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt geht's zur Sache, Leute. Der geht mir aber auf den Sack, der Pole. Jo, die Straße schwimmt. Jo. Ich würde gerne wieder rechts rüber, aber... Okay. Jo, es reicht doch! Junge, Junge, Junge! Ich glaube, wir fahren nur langsam, weil... Alter, du siehst nichts! Weil ich versehentlich geblinkt habe. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hören könnt, aber die PKWs müssen noch langsam fahren. Die haben nicht so einen Angriffsdruck wie im LKW. Da ist Aquaplaning ein bisschen doller. Junge! Mio am Arsch, Marie! Alter! Okay, das ist krass! Okay, das ist krass! Einfach mal versuchen, ein bisschen leiser zu sein, damit ihr das Ganze hier ASMR-mäßig mitbekommt. Hört auf, Nebelscheinwerfer anzumachen, wenn es regnet, Mann! Wow! 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 Irgendwie diesen Berg hoch. Da muss ich mal Gas geben, Alter. Da schwimmt hier alles. Das dreht meine Antriebsachsen gleich durch. Ich hab da kaum Gewicht drauf. Oh. Bro, guckt hin. Wir müssen hier hoch. Oh, wir schwimmen. Warte mal, ich muss den Tempomat rausnehmen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Okay, langsam. Ihr schwimmt alles. Oh, mach dir langsam, unter Kollegen, da schwimmt alles hier. Ah, mach den Berg langsam runter.
darf nicht ausbrechen, Junge. Oh, ich hab zu wenig Gewicht auf Antriebsachse, alles hin. Scheiße geladen worden. Oh! Scheiße. Oh. Oh. Hier ein ganz kurzer Break, um euch das zu erklären. Dadurch, dass ich auf der Antriebsachse sehr wenig Gewicht habe, fängt meine Zugmaschine an, jetzt hinten den Hintern nach rechts und links zu bewegen und droht halt auszubrechen. Das bedeutet, ich schalte jetzt in den manuellen Betrieb und nehme die Automatik raus, weil die Gefahr besteht, dass der LKW durch den Widerstand denkt, okay, der Berg ist krasser, ich muss noch einen Gang runterschalten, geht dann in Vollgas und dann kann es sein, dass halt die Zugmaschine ausbricht. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist, dass ich die ganze Zeit gegenlenke. In der Kamera kommt das nicht so gut rüber, weil die auch einen Bildstabilisator hat. Aber ja, es ist halt so, dass hinten meine Antriebsachse nach links und rechts immer hin und her schwingt und es über einen bestimmten Winkel nicht rübergehen darf, weil sonst stellst du dich halt quer. Und du darfst auch nicht vom Gas großartig runtergehen, musst du gleichmäßig bleiben. Das ist ähnlich wie im Winterfahren. Das ist meine objektive Meinung und meine Erfahrung. Sondern du musst halt wirklich mit Geschwindigkeit da hoch. Wenn du da einmal stehen bleibst, dann musst du wieder neu anfahren und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Geraffel. Oh! Oh! Ich muss manuell fahren. Ich fahre schräg hier hoch, Alter! Schräg! Gehabt. Das war gerade knapp. Ich kann wieder in Automatikmodus gehen. Weil, wenn ich jetzt nicht manuell geschaltet hätte, die Automatik hätte die Schwere an Antrieb falsch interpretiert und hätte unkontrolliert hoch oder runter geschaltet. Und so hätte ich immer Geschwindigkeit verloren. Deswegen bin ich gerade in manuell gegangen. Mit dem Wasserwiderstand, weil der Schwamm alles gerade. Sind wir gerade echt ein bisschen schräg gefahren. Seht ihr, wie meine Reifen durchdrehen? Ich muss hier wieder auf manuell. Oh, ich muss manuell fahren. Tempomat raus. Boah, meine Antriebsachse schwimmt mir weg, Alter. Lieber rechts rüber. Aber ich muss hier ein bisschen an allen vorbei. Ich darf hier nicht zu langsam werden. Hier ist wie im Winter. Deswegen fahre ich in der Mitte. Nicht, dass sich jetzt einer wieder beschwert. Aber ich muss hier mal ein bisschen mit Schwung hoch. Ja, Leute, ich glaube, ich muss jetzt hier runterfahren, weil Kollege Kuh hervor, der mir sagen kann, wie es Richtung Süden aussieht, hat es da geknallt. Ich sehe hier irgendwas mit meinem. Hey Kollege, das sind Baumfällearbeiten, weil irgendwelche Bäume und Hechte auf der Autobahn rumliegen, der Feuerwehrzugang ja ein bisschen hat den Text für dich. Alles klar, bleibe ich drauf. Ich danke dir. Kasseler Berg unten, da schwimmt es ein bisschen, sei da vorsichtig, wenn du da runterkommst. Okay, alles klar. Hey, das ist bis Ausfahrt Malzfeld ist das praktisch. 100 Meter danach geht's wieder. Okay, danke dir, gute Reise. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, Leute drauf zu bleiben, weil er gesagt hat, es sind nur Baumfällearbeiten und dürfte es dann relativ schnell wieder weitergehen, obwohl hier 16 Minuten Stau sind. Aber es ist halt scheiße, hier diese ganze Umleitung hier zu fahren. Das ist echt nervig. Deswegen bleibe ich jetzt hier einfach mal drauf und hoffe, er hat einfach nur recht, dass sie da nur kurz einen Baum fällen oder sowas. Bestimmt ein Baum jetzt hier auf die Fahrbahn drauf geknallt und dann war es das. Sägt die Feuerwehr das jetzt kurz weg und dann dürfte es weitergehen. Hoffe ich. Oh, ein V8er neben mir. Achtung! Achtung!
War wieder so klar von euch, ne? Ich habe gerade eben nur das Foto gepostet. Guckt euch an, wie es euch freut, dass ich wieder im Stau stehe. Danke, danke für meine Follower auf Instagram. Ihr seid so... Hier, alles euch gefällt. Ja, guckt euch an, wie es euch gefällt. Hier, guckt euch an, wie es euch gefällt. Gefällt, gefällt, gefällt. Hier, nochmal, guck hier, guckt euch an. Ihr seid so geil, Junge. Diese Vollsperrung, scheiße, gefällt euch. Hier, guckt euch an, hier. Guckt euch an, wie das hier oben rappelt. Folgt mir auf Instagram und liked diese Folge. Ah, da unten stehen sie. Geht halt einspurig dran vorbei. Da scheint wirklich ein Baum. Liegt der quer auf der Straße, Junge? Liegt der komplett quer auf der Straße? Ihr könnt es nicht sehen. Ich check's gerade. Mal ein Auge werfen. Gogo Gadgetto Auge. Ja, aber easy. Gibt welche, die fahren jetzt hier runter. Macht ja gar keinen Sinn. Naja, was soll ich sagen? Oh Junge, oh Junge. Was liegt da? Ach so. Dankeschön. Naja. Ich weiß nicht, ob es jetzt sowas gebracht hat. Umleitung fahren oder... Oder reinstellen. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. So, lass mal gucken. Ah, hier liegt ein bisschen was an Baumaterial rum. Jo, da habe ich ein bisschen was gesägt hier. Die ruhen sich jetzt noch ein bisschen aus, dann wird hier freigeräumt, da hinten fegen welche. Jo, hier ist aber echt viel runter. Hier muss aber halt schon da durchgegangen sein. Okay, es geht weiter.